Der Tanzclub Grün-Gelb-Güstrow wird am Sonnabend, dem 20. Juni, im Bürgerhaus den Güstrow-Pokal ab 18 Uhr ausrichten. Bevor die S-Klasse als höchste Startklasse auf der Tanzfläche erscheint, zeigen Tänzer der Junioren-B-Klasse ihr Können. Hier werden zwei Güstrower Paare am Wettkampf teilnehmen. Vlada Ciankova mit Ludwig von Kidrowski sowie Kira Marquardt mit Moritz Jäger. Die Haltung, die Drehungen, aber auch die Bewegungen, alles vereint sich beim Tanz zu einem schönen Ganzen. Umso wichtiger ist es auch für die Mitglieder des TC Grün-Gelb-Güstrow, dass schon beim Training alles sitzt. Seit 4,5 Jahren tanzen Kira Marquardt und Moritz Jäger zusammen. Schon einige sportliche Erfolge konnten sie für sich verbuchen. So wurden sie im vergangenen Jahr Landesmeister in der Kombi und Vize-Landesmeister in Latein, ebenso wie bei den Standardtänzen. Dazu kam ein erster Platz beim Ostermarathon-Standard sowie zwei erste und ein zweiter Platz bei einem offenen Turnier in Lübeck. Auch wenn Vlada Ciankova und Ludwig von Kidrowski erst seit gut 2 Jahren miteinander auf der Tanzfläche stehen, an Erfolgen haben sie ebenso einiges vorzuweisen. 3-mal wurden sie Landesmeister im Lateintanz und immerhin 2-mal Vize-Landesmeister bei Standardtänzen. Im vergangenen Jahr wurden sie außerdem 3-mal Sieger bei offenen Turnieren. Wer sie im Wettkampf sehen möchte, hat am 20. Juni die Möglichkeit dazu. Auf der Internetseite des Tanzclubs kann man Karten bestellen. Mögliche Restkarten gibt es an der Abendkasse.